Zugegeben, so einen Garten haben wahrscheinlich die wenigsten von uns. Wer allerdings bei einer Baumschule vorbeischaut, kann sich einige Anregungen für die heimische Wohlfühloase holen. War der Garten früher noch das notwendige Übel eines Hauses, ist er heute bei vielen ein zusätzlicher Wohnraum. Und dieser soll auch so aussehen, stilvoll, gemütlich und einzigartig. Doch nicht jeder von uns wurde als Gärtner geboren. Damit das Leben in der heißen Jahreszeit trotzdem nach draußen verlegt werden kann, müssen nur ein paar Dinge beachtet werden. Gut, es ist natürlich schon so, dass man in der Auswahl der Pflanzen einmal standortgerecht, dass man natürlich Pflanzen, die im Schatten gern wachsen, mehr in den Schatten pflanzt, sonnige Stauden in die Sonne, gerade Rosen natürlich an Standorte, die gut durchlüftet und sonnig stehen. Unter anderem natürlich auch Sorten wählt, die sehr, sehr robust sind. Also da gibt es auch große Unterschiede, auch gerade in Sachen Obstbäumen oder so werden oft Sorten verwendet, die im integrierten Anbau, also sprich der Obstbauer sehr gut hinbekommt, aber der Privatmann jetzt nicht jede Woche sagen wir mal, spritzen möchte. Wenn man sich da bei der Auswahl oder vorher gut informiert, dann kann man da natürlich auch schon vieles dann entsprechend richtig machen. Während der schönsten Zeit des Jahres möchte jeder die warmen Tage im Garten genießen. Aber gerade im Juli bedeutet Gartenarbeit viel Pflege. In den Sommermonaten stehen einige Aufgaben an, um ein blühendes Ergebnis zu erhalten. Also generell ist es im Gartenbau so, dass es die Pflanzzeiten in Vegetationszeiten unterteilt sind. Da gibt es das Frühjahr, wo man dann quasi ab der Frostzeit, wo die Frostzeit vorbei ist, anfängt zu pflanzen. Bis, sagen wir mal, April, Mai, wenn eben quasi die Pflanzen wieder ausgetrieben haben, Blätter bekommen haben. Dann fängt man an, Pflanzen aus Töpfen oder Containern kann man dann pflanzen. Das geht dann los, sagen wir mal, vom Mai bis ungefähr so in Oktober, September, bis dann quasi die Herbstzeit beginnt, die Blätter fallen ab und dann kann man wieder Pflanzen aus dem Freiland mit Ballen setzen. Das ist kein Problem. Wer gerade dabei ist, einen Garten anzulegen, sollte sich im Vorfeld überlegen, welchen Stil er umsetzen möchte. Hilfreich kann es sein, sich am Stil seines Hauses zu orientieren, ob beispielsweise ein mediterraner, asiatischer oder ein naturnaher Garten mit vielen Obststräuchern passend ist. Und natürlich gibt es auch hier immer wieder Trends. Trend momentan sehr stark in die Richtung Formgehölze, sprich Bonsais oder einfach Pflanzen, die man in eine gewisse Skulptur oder Struktur geschnitten hat, künstlich natürlich, die man auch dann weiterhin pflegen muss in die Richtung mit Schneiden und so. Das ist sehr, sehr stark im Trend. Oder natürlich der mediterrane Garten mit italienischen Säulenzypressen, eventuell sogar Olivenbäumen oder Palmen, die man natürlich bedingt im Winter dann schützen muss. So in die Richtung, sag ich mal, ist es mittlerweile sehr stark im Trend. Für so einen Bonsai aus Japan müssen allerdings teilweise bis zu 17.000 Euro investiert werden. Aber auch mit heimischen Pflanzen können wir unseren Garten zum Outdoor-Wohnzimmer machen.